Hallo und herzlich willkommen zurück zum Farmexperten 2016. Es geht weiter. In dieser Folge werden wir das Gras sammeln. Und wir haben ja auch in der letzten Folge unseren Ladewagen gekauft. Und einen Schwader. Und mit dem Schwader haben wir natürlich schon geschwadert. Und jetzt werden wir dann halt sammeln gehen. Hallo? Der hat aber ein bisschen voll. Der rollt. Der hat aber ein bisschen viel geladen, würde ich sagen. So, auf geht's. Sehr gut. Ja, die Musik, die ist langsam mal gut, ne? Also langsam geht's echt wirklich in auf den Keks hier. Da überlege ich die echt gleich mal auszustellen. Oder? Nicht. Okay, wir müssen jetzt aufpassen mit dem Geld, weil wir haben nur noch 1016 Euro. Und dürfen nicht mehr so viel jetzt ausgeben. Also ausgeben, ich weiß nicht, Nebenkosten, ob die danach zukommen. Das ist so eine Sache, ne? Weil wir müssen ja auch noch tanken gehen. Deswegen müssen wir einfach schauen. Und wenn wir da mit dem Trecker stehen, haben wir ein Problem. Ich hoffe, das Feld schaffen wir noch so. Ich weiß noch nicht so ganz, ob der Schwader ein guter Kauf war, weil irgendwie sieht das alles, das Geschwaderte sieht irgendwie blöde aus und so klappen tut das auch nicht, ne? Da müssen wir mal schauen nochmal, also. Oh, da kommt wieder ein Auto. Pass auf, das fällt bestimmt gleich. Reicht es aus? Es bleibt stehen, okay. So. Da ist das Feld. Nehmen wir jetzt mal einfach eine Abkürzung. Heu sammeln. So, auf geht's. Ja, das klappt aber eigentlich ganz gut. Relativ breite Aufnahme hier, finde ich so. Also breit, ja, wie nennt man das jetzt? Ihr wisst schon, was ich meine. Die Breite zum Aufnehmen. Obwohl, jetzt sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Also ich glaube, das war doch ganz gut, dass wir es geschwadert haben. Und wie gesagt, wie schnell können wir da eigentlich rüberfahren? Oh, voll kann. Wir werden halt. Also, wir haben es hoffentlich überlegt. Ich mit meinen Tieren immer. Ich werde das jetzt soweit vorbereiten. Gras und so, alles mit da rein. Schönes Silo. Ihr wisst. Da weiß ich noch nicht, dass Stroh über das rein tun können. Aber da habe ich eine Vermutung. Ja, gut. Gut. Kommen wir da durch? Jawohl. Und dann müssen wir mal schauen, weil ihr seht, das Konto, das ist momentan echt ein bisschen leer. Aber wenn wir vielleicht noch was im Lager hätten, dann könnte man das verkaufen. Ich meine, so viel kriegen wir dafür auch nicht, aber immer ein bisschen. Ich finde es echt cool mit den Fahrspuren hier. Fahrspuren. Und nein! Der Multiplayer ist immer noch nicht draußen. Ich weiß es wirklich nicht. Also, wie ich es soweit mitbekommen habe, ist die Steam-Version am. Lasst mich überlegen. Ich will nichts Falsches sagen. Lasst mich überlegen.
Das haben wir gleich raus. Ich sag's euch sofort. Ich sage es euch sofort. Geht sofort weiter. So, passt mal auf. Ich glaube, dass es am 16. ist. Und, was, jetzt gucke ich mal nach. Nein, es ist der 19. Also voraussichtlich, Vermutung ist, der 19. Juni. Das wäre ja in einer Woche. Das wäre nächste Woche Freitag. Okay. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, irgendwie. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum irgendwie das jetzt später erst auf Steam kommt. Ob das eine Taktik hat oder so. Multiplayer verstehe ich ja noch, wenn das nicht richtig funktioniert. Aber irgendwie ist das ein bisschen komisch. Naja, Fehler passieren vielleicht. Das sehe ich hier beim Baustellensimulator wohl auch so. Das ist am 19. im Baustellensimulator 2016 heißt es, ja. Das ist da auch wohl am 19. Juni auf Steam erscheinen soll. Weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht geguckt. Also das ist jetzt so bei Farmexperten aufgefallen. Da hat man halt hier nur so, ja, sein Community-Ding, glaube ich, so ein bisschen. Da wo du Screenshots und so sehen kannst und Reviews oder so, meine ich. Aber mehr hast du da, glaube ich, auch gar nicht. So, das Feld ist, glaube ich, leer jetzt gleich. Und ja. Zack. Und ja. Dann wird ja noch das Omsi 2 Chicago Downtown Add-on kommen. Da steht, also es soll nächste Woche veröffentlicht werden. Wahrscheinlich. So richtig steht das noch nicht so fest, wie uns Eosoft mitgeteilt hat. Also sie hoffen es natürlich. Aber es muss natürlich richtig funktionieren. Ne? Wir möchten ja auch kein unfertiges Add-on haben, sagen wir so. Und dann kommt am oder ich glaube noch diesen Monat der Autobahn Polizeisimulator. Richtig. So. Oh, das Heusammeln beenden sollte man machen. So. Hä? 0%. Was? Ach, köpft der... Was? Gibt der selber ab? Okay. Okay. Dann wird das wohl so sein. Aber, na, das ist jetzt... Na, fällt mir nicht so, dass man das jetzt nicht so gesehen hat. Automatisch war das. Okay. Sagen wir es mal so. Hab mich jetzt auch ein bisschen konzentriert wegen den Spielen her. Also, was auch so kommen wird. Also, so, gut. Das heißt, wir müssen jetzt das Heu, obwohl das Heu schwadern. Überleg, warte. Ja, eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich können wir direkt sammeln gehen. Dann haben wir das Feld leer geräumt. Ja, das machen wir. Das machen wir doch. Nehme ich jetzt schon was auf? Ach, warte, Moment mal. Was ist denn jetzt hier falsch? Muss ich das erschwadern? Kann ich das gar nicht sammeln? Oh, Leute. Hi. Was ist jetzt los hier? Müssen wir das erschwadern oder was? Das testen wir doch gleich mal.
Das glaube ich doch nicht, oder? Aber was mich interessiert, so Felder. Okay. Ah, guck mal, besäter Bereich. Wir können das wieder verwenden, das Gras hier. Besäter Bereich 100% und hier haben wir besäter Bereich 0,00%. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt einen Helfer. Ach, das ist sehr scheiße. Nicht so gut. Wie teuer ist nochmal so ein Helfer? Was war das nochmal? Vielleicht nicht. Sag mal, das muss man doch. Ich probiere es doch mal kurz einmal mit dem Schwader hier aus. Das interessiert mich doch jetzt mal. Warum können wir das nicht aufnehmen? Oder Moment mal, ich fahre jetzt nochmal hin. Also das geht doch gar nicht jetzt. Das kann doch wohl nicht sein. Mensch, das muss doch funktionieren. Gerade mal kurz auf die Uhr geguckt. So, passt mal auf, wir testen das mal. Der sammelt wirklich nicht. Okay, dann werden wir jetzt einfach mal den hier ganz schnell abstellen. So. Wenn das nämlich auch nicht klappen sollte mit den Schwadern und dann sammeln, dann werden wir das direkt unterfügen. Dann müssen wir uns dann nicht mehr quälen. So. Und dann habe ich nämlich Angst wegen unseres Geldes. Weil da wird es echt knapp sein. Ups. So, Vorwärtsgang. Und dann wird hier auch, Momentchen mal, muss mal kurz auf den Terminkalender gucken. Genau, am Montag ist es soweit, da startet die E3. Genau, E3 war das. E3 15. und 16. Da gibt es wohl viele Pressekonferenzen. So, jetzt habe ich es. Genau. Es gibt jetzt auch, oder Moment, ich muss jetzt mal hier kurz, so. Okay. Okay, keine Ahnung jetzt hier. Wahrscheinlich sitzt er jetzt schon wieder und habt die, wahrscheinlich regt ihr euch gerade einfach nur auf, dass ich das nicht hinbekomme, aber irgendwie geht's nicht. Ach, keine Ahnung. Wir fliegen das jetzt einfach überall, das ist gut. So, ich guck mal, wie teuer. Wir müssen das jetzt fliegen. Wie teuer ist denn das? 253. Mach mal. Mach das mal so. Nutzt er dann einen großen Flug? So. So, jetzt war ich bei der E3, ne? Ja, Pressekonferenzen 15. 16. so. Sag mal. Achso, eher. Gut. Cool. Ja, ab. So. So. Packen wir das mal alles schön ein. So, dann gucke ich mal weiter.
American Truck Simulator. Starter Pack California. Sagt euch das was? Nee, doch. Wurde öfters mal verschoben. Soll im September oder voraussichtlich im September 2015 erscheinen. 2015. Hoffen wir mal. Mal schauen. Mal schauen. Ob das eingehalten werden kann. Aber es muss halt fertig sein, ne? Das Spiel, sonst regen wir uns nachher nur wieder auf. So, gut. Dachte, jetzt könnte damit schön Stroh sammeln. Aber das war aber nichts. Schau mal kurz, was der Kollege hier macht. Schauen wir uns das mal kurz an. Nabend. Backt der da irgendwie rum oder so? Momentchen mal, sag mal. Macht er es auch ordentlich? Das verstehe ich jetzt hier nicht. Warum? F2. 6% gepflügt. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ach egal, lassen wir ihn mal seinen Job machen. So, jetzt schauen wir uns mal kurz an hier. Ob wir was verkaufen können. Das wäre natürlich was. So. Ach, jetzt sind wir hier schon. So. Enter. Gelagert 5. Was? 5 Tonnen oder was? Oder 5? 5, was? Was soll das denn jetzt hier? Keine Ahnung. Können wir einfach mal wegbringen. Okay. So. In dieser Folge dachte ich mal, wir sprechen so ein bisschen einfach mal. Oder habe ich euch mal so ein bisschen informiert, wann so welche Spiele erscheinen. Vermutungen, so ein bisschen voraussichtlich und so, ne? Was feststeht oder so. Wie gesagt, wir werden euch aber zu den so wichtigsten Spielen oder so meist auf unserer Facebook-Seite informieren. Und ihr wisst ja, Landwirtschaftssimulator Hardware konnte jetzt nicht mehr ansprechen in diesem Video. Könnte man auch mal drüber reden, ne? Könnte man. Ansonsten auf Facebook gibt es im Moment wie viele Beiträge dazu? Weiß ich gerade gar nicht. Vermutungspreise so. In Nordamerika kann man es jetzt vorbestellen. Und es soll sowohl laut Zytec dieses Jahr noch erscheinen. Herbst. Herbst 2015. Okay. Ansonsten, wahrscheinlich überziehe ich hier schon wieder. Ansonsten bedanke ich mich wieder mal für das Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr im Pharmaxwerten 2016. Tschüss.